Hallo und herzlich willkommen im Guitaria Adventskalender. Heute ist der 15. Dezember, es ist Freitag und das 15. Türchen wird nun geöffnet. Ja, glücklicher ohne Barré heißt es heute. Ein Zettel, ich halte ihn mal hoch, du kannst jetzt einen Screenshot machen. Ein Zettel, den ich ungefähr 12.000 Mal, nicht die 12.000 Scans, aber den ich ungefähr, keine Ahnung, wie oft ich den aufgemalt habe. Und zwar geht es heute darum, den Schritt zu machen von diesem offenen, ich meine E-Gitarre hier, ne, es soll auch gleich losgehen, ich will dich gar nicht vollquatschen. Ich habe nämlich mal einen X-File gemacht, und zwar mit der Enterprise-Methode. Guck dir das bitte mal an, das ging eine Stunde, glaube ich, 11 Minuten oder so, Barré nur so. Barré nur so, ne? Bitte knüppel dir keinen ab mit Barré-Akkorden, wenn ich das immer sehe. Ja, warte, guck mal, und dann laufen ein paar Griffe und so, scheißegal, ne? Also viel zu viel Ackerei. Ich verspreche dir, dass Barré-Akkorde irgendwann bei dir vor der Tür stehen am Sonntagnachmittag mit einem Kuchen und einer Kanne Kaffee und sagen, hey, ne, lass uns ein bisschen Spaß haben. So, die wirst du nicht üben müssen. Und zwar, wenn du es so machst, wie ich dir es jetzt zeige und wie ich es dir auch schon bei Barré nur so gezeigt habe. Das ist kein Remake. Ich wollte nur mal ein paar Sachen zeigen. Du brauchst, das kannst du alles schon. Das kannst du alles schon. Ich blende es ja ein. Es geht auch direkt los. So, es geht heute um den, was habe ich hier gemacht? Cäsar geht am Fluss, den Forcozzo. Du kannst tausend andere Sachen damit machen, in jeder anderen Tonart. Okay, so. Und zwar, es geht direkt los. Guck mal hier, ne? Es geht um den E-Typen. Den E-Typen kennst du, wenn du einen E-Dur-Akkord kannst, kannst du, ne? Oder ein E-Moll. Nimmst den Zeigefinger weg, ne? Hier, Freud und Leid liegen so dicht beieinander. Oh, okay. So, ne? Also Moll, Dur. So, für einen Dur-Akkord nimmst du hier nur den Zeigefinger. So, kennst du alles schon. Gut, ich will dich nicht langweilen. So, dann kennst du wahrscheinlich auch schon Power-Chords, ne? Die hast du wahrscheinlich schon auf der E- und der A-Seite gespielt. Ich fange mal direkt an. C. C ist im achten Bund auf der dicken E-Seite. Ne? Ringfinger oder auch kleiner Finger. Ich würde den Ringfinger empfehlen. Pro Bund ein Finger. Goldene Faustregel für Fingersätze. Ne? Jeder Finger hat sein Zimmer. So, also Zeigefinger im achten Bund auf der dicken E-Seite. Hier ist der Grundton C. C. Und die reine Quinte. G ist im zehnten Bund auf der A-Seite. So, wenn du ein Powerchord spielst, um Gottes Willen. Ne? Ich habe hier auch schon viele Videos gesehen. Jetzt darfst du nur die beiden oberen Seiten anschlagen. Klingt aber scheiße. Nein, du musst mit dem Zeigefinger den Rest unten abstoppen. Okay, so, also das ist ein C5 Power Chord, den kann man auch mit Serre spielen. Ich habe jetzt hier einen Clean Sound, vielleicht nehme ich noch ein bisschen. Der ist cool, okay, so. Gut, es geht auch nicht um die Power Chords, ich wollte nur ein paar grundsätzliche Sachen sagen. So, also Cäsar geht am Fluss. Jetzt schiebst du erstmal diesen Power Chord. Bleib mal dran, ist geil. Ne? Cäsar geht, G ist im dritten Bund, kennst du von einem G-Dur-Griff hier? G, ne? So, also Cäsar, achter Bund, geht. Dritter Bund, Am, Achtung, das wird ein A-Moll-Akkord werden, aber für einen Power-Akkord, 1 und 5, für einen Moll- oder Dur-Akkord brauchst du die Terz, das ist die 3, 3, Terz und Ostinés. Ne? Also A im fünften Bund, hast du wahrscheinlich auch schon tausendmal gegriffen, wenn nicht, dann ist es jetzt vielleicht das erste Mal so. Und dann ein F, F kennst du von den Versuchen eines F-Dur-Barrés, brauchst du aber nicht, hier Birte F, um Gottes Willen, F5 Power-Akkord. Okay, also nochmal, Cäsar, achter Bund, G, dritter Bund, A, fünfter Bund, F, erster Bund. Okay, so, das ist natürlich stinklangweilig. Ne? Okay, so, also, genau, das kannst du natürlich so machen. Wir wollen jetzt aber auch Akkorde spielen. So, und wahrscheinlich kennst du schon dieses kleine, armselige Ding hier und 3, 2, 1, meins, das F. Das zeige ich auch Kindern, das kriegen die auch hin. Ne? Also Ringfinger, dritter Bund auf der D-Seite, Grundton F, Mittelfinger auf der G-Seite, ne? Zweiter Bund hier, ne? Da ist die Dur-Terz A. Und die Quinte ist im ersten Bund, das ist das C auf der B-Seite. Kennst du auch von einem C-Dur-Akkord? Halleluja! Hatten wir gerade. Ich kann es einfach nicht anders. So, okay, so. Also bei allen Dur-Akkorden machst du einfach das. So, und jetzt geht es darum, ich zeige nochmal auf dem Zettel. Hier, pass auf, da steht hier unten, die Akkorde bzw. Power Chords oder auch nur den Grundton getrennt greifen. Ich blende es ja ein. Okay, so, also du greifst entweder den Power Chord oder nur den Grundton. Power Chord oder nur den Grundton reicht vollkommen. So, und hier ist dann auch der rhythmische Fahrplan gleich ganz wichtig. Also, der Grundton auf Zählzeit 1, so, ich verbinde das mal ein bisschen, und der Akkord getrennt
von dem Grundton, ne, auf der DGB-Seite. So, jetzt musst du umgreifen. So, und was viele nicht beachten, wenn sie sich da mit ihrem Barré versuchen, einen abbuckeln, ist, dass wenn du Barré-Akkorde spielst, nicht nur diesen Barré hinkriegen musst, sondern auch, um flexibel auf dem kompletten Brett zu sein, den schnellen Lagenwechsel. Ne, du musst ganz schnell vom 8. in diesem Fall in den 3. Bund, dann in den 5. Bund. Hier bei dem Mollakkord musst du den Mittelfinger dann wegnehmen. Das ist ein Mollakkord, kennst du von E-Moll. Hier E-Moll, A-Moll auch. Ne? Ist dasselbe, du verschiebst es ja nur. E-Moll, F-Moll, A-Moll, ne? 5. Bund. So, okay. So, bei allen Dur-Akkorden ist der Mittelfinger dann drauf. So, genau wie eben auch hier. Gut, so, ich wollte mich nicht verlieren hier wieder in diesem Gequatsche. Oh, es tut mir echt leid, ne? Aber ich Hossa. So, gut, pass auf. So, also, du greifst die getrennt. Ja, also Grundton, ne? Rhythmischer Fahrplan. So, wo kommt denn immer der Bass? Denn der Bass ist der Boss. Ne? Steckt ja schon im Wort irgendwie auch drin. Bass ist der Boss. Der kommt auf der Zählzeit 1. Ne? Hier, guck mal, Fuß 1, 2. So, und auf der 2 und, weswegen dieses Pattern so toll funktioniert, Gott, ich kann es auch nicht mehr hören, Strumming Nummer 1 in Achteln. Hier in der Guitar 51, komm zu Patrick. Ne? Da gibt es einen rhythmischen Hack hier mit 6 Wurzeln, ich sag's immer wieder, so, da kannst du alles spielen, was du willst. Egal in welcher Stilistik, egal, was auch immer. So, pass auf, Strumming Nummer 1, 1, 2 und. So, da ist schon die Antwort, wo kommt der Akkord hin? Ne, das kannst du bei fast allen Popsongs verwenden, dieses Achtelstrumming. 1, 2 und 4 und 1, 2 und 4 und Fuß. Nur die Viertel. 1, 2, 3, 4. 1, 2 und 4 und 1. Dieses Strumming wollen wir jetzt gar nicht spielen, das ist scheißegal. So, guck mal, es geht auch gar nicht um diese Akkordfolge, die kann ich auch schon nicht mehr hören, aber die kennt halt jeder. Ne? Cäsar geht am Fluss. C-Dur, G-Dur, A-Moll, F-Dur. So, also. Grundton auf der 1, ja, okay, so, machst du 1 und dann kommt die 2. Bei der 2, damit es nicht ganz so öde und so statisch klingt, kannst du einen perkussiven Anschlag machen. Wie du den erzeugst, ne, das kannst du auch zupfen, nimmst einen Daumen, ne, haust du auf die Seiten, das ist ein akustischer Effekt, der ist bei einer E-Gitarre natürlich ein bisschen leiser, jetzt habe ich die E-Gitarre genommen, warum auch nicht. So, also bei der 2 machst du einen perkussiven Anschlag, 1 den Basston, 1, 2. So, und bei der 2 und? Muss der Akkord kommen. Okay, das ist der prominenteste Platz für einen Akkord in einem Takt. Also 1, 2 und. Und bei der 4 habe ich auch wieder diesen perkussiven Anschlag gemacht. Ne? Also 1, 2 und 3, 4, 1. So. Guck mal, was du machen kannst, ist, wenn du jetzt nicht alle vier Finger sind weg, wenn du das machst. Ne? Wenn du jetzt den getrennt greifst, hast du 3 Finger für den Akkord, 1 Finger für den Basston. Ne? Du kannst einen Powerchord nehmen, scheißegal. Guck mal hier, 1 Finger für den Akkord. So, und wenn du jetzt auf die Karte guckst, ich halte sie nochmal hoch hier. Pass mal auf, ich habe die Akkorde hier eingezeichnet, alle schön bunt da, hier unten auch. Ne? Lern die Akkordtöne auswendig. C-Dur erntet Gemüse. So, jetzt hast du hier C-Dur. So, dann kannst du gucken, der kleine Finger ist ja noch frei, dann kannst du, ich blende es hier ein, dann kannst du gucken, wo du, wenn du diesen C-Dur hier greifst, noch Töne in der Tonart oder aus der Tonart hier für deinen Akkord zum Verfeinern, zum Erweitern, zum Verzieren hast. Hier, guck mal, direkt unter dem Ringfinger auf der G-Seite ist das F. Ist egal, wie der Akkord jetzt heißt, das wäre jetzt ein C-Sus 4. Okay, so, dann kannst du auch das A nehmen. Kannst auch ein Barré machen hier. Barré, ne? DGB-Seite, 10. Bund wäre ein F. Scheißegal. Ihr kann Wurst sein, wie der Akkord heißt. Ne? Probier es aus und guckst, ja, das klingt gut, das mache ich. Okay, gut. So, also 1, 2 und 3, 4, 1. Ganz einfach. So, und währenddessen lernst du, umgreifen. Also du wirst flexibel. Ne? Hier ist die Hand starr. Du verschiebst sie im Grunde genau wie so eine Rückenkratzkralle. Kannst du irgendwo bei jedem Supermarkt kaufen, in so einem Gadget-Regal. Ne? Genau, aber hier
bist du auch im Bass flexibel. Also wenn du das ganze Ding hier immer verschieben musst, ist es so sperrig wie eine 80er Jahre Schrankwand. Ne? Hier groß wie eine Kathedrale in Köln. So, ne? Also kommen wir wieder. 1, 2 und 3, 4. So, ich will mich gar nicht lange dran aufhalten, aber das ist die Grundidee. So, jetzt kannst du, egal welche Akkordfolge, Cäsar geht am Fluss ist nur ein Aufhänger. Cäsar geht am Fluss ist scheißegal. Ne? Guck mal hier, C. So, jetzt kommt G. G ist im dritten Bund. So, jetzt kannst du die Lage wechseln, musst aber nicht diesen kompletten Schrank da mit dir rumschleppen, sondern nur den Zeigefinger. Bei Power Chords ist es genauso. Ne? Zwei Finger oder ein Finger sind doch viel beweglicher als, oh Gott, ja, so, da, ne? Als der komplette Griff. Vor allem ist musikalisch viel interessanter. Ne? Guck mal hier, C, G. Dritter Bund. Machst exakt dasselbe wie bei C. Ist ja auch ein Dur-Akkord. Guck mal hier, C, G. Achtung, A-Moll. Da musst du aufpassen. So, jetzt kommt der erste kleine Schritt zum Vollbarré. Ist nämlich ein Mini-Barré, also ein Zweiseiten-Barré. G, B-Seite im fünften Bund. C und E. Mollterz, Quinte, Grundton. Und das ist wichtig. Musst den Ringfinger halt rund machen, dass die beiden Töne, beziehungsweise beiden Seiten darunter, die G- und die B-Seite, auch gut zu hören sind. Trauriger Akkord ist das. Okay, so, haben wir gemacht. Also Cäsar geht am, Achtung, Mini-Barré, Fluss. Cäsar geht am Fluss. So, und ohne es zu merken, wirst du schnelle Lagenwechsel lernen, umgreifen, Mini-Barré, F. Ne? So. Und Akkordfolgen natürlich. Und du prägst dir auch die Töne. Guck auf die Karte, ich bitte dich. Ne? Hier, guck auf die Karte. Da stehen die Töne alle drauf. Leg dir die vor die Nase, die Karte, und guck dann drauf, weil die Töne, das speichert dein Gehirn ab. Das merkst du gar nicht. Du musst die gar nicht lernen. Ne? Also du brauchst dich nicht an den Tisch setzen und irgendwas auswendig lernen. Das kommt alles beim Spielen, im Flow. Ne? Lass den Fuß mitlaufen hier. 1, 2 und 3, 4. 1, 2 und 3, 4. 1, 2 und. 1, 2 und. So, das ist nicht alles. So, was du jetzt machen kannst, weil du ja beweglich und flexibel bist, ist, dass du zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt hier dauert, ist mir auch scheißegal, pass auf, und zwar die dicke E-Seite, ja, du spielst ja alle Basstöne auf der dicken E-Seite, die ist kompatibel, harmonisch kompatibel zu jedem Grundton. Ne? Also C. Ne? So, und jetzt, ich zähle das jetzt auch nicht alles mit hier, das dauert wieder sonst zu lange, also, ne, merkst du nur die Stationen, die 1 und die 2 und. Und dann brauchst du, du musst ein Gefühl dafür entwickeln, wie viel Platz du noch hast, wenn du zum Beispiel kleine Bassläufe einbauen willst oder kleine Fills oder Licks. Ne? Musst du selber ein Gefühl entwickeln. Das kann ich dir nicht abnehmen. Das musst du einfach machen. Immer im Kreis spielen und dann probieren, wie weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen, bevor ich rausfall. Ne? Also hier C, G, A-Moll, F. Ne? So, und dann kannst du ja davor mal die dicke E-Seite einbauen. So, jetzt habe ich noch einen Basston mehr genommen, ja, also quasi C, ne? Und jetzt bin ich zum G gegangen über das A, also 1, 2 und 3, 4 und 1, also 4 ist die offene dicke E-Seite, 4 und ist jetzt das A zum Beispiel, um auf das G zu kommen. Ansonsten, pass mal auf, mach doch, spiel doch mal Bassist, ne? Also gehst du hin. Okay, so, machst du erstmal nur eine Basslinie, kannst du auch einen Looper aufnehmen, lasse ich jetzt mal, dauert wieder zu lange, sonst wieder, dauert immer zu lange. Das mit den kurzen Videos werde ich niemals hinbekommen. Ne? Okay, machst du das hier. Ne? Genau, so, du kannst natürlich anstelle von dem Basslauf auch mal... Ne?
auch mal einfach nur die Akkorde spielen. So, was du dann noch machen kannst, ist anstelle des kompletten Akkords, ich habe das jetzt hier mit einem Plektrum gespielt, ne? Und mit Plektrum, Mittel- und Ringfinger, das nennt sich Hybrid Picking, habe ich auch schon mal einen Dreiteiler gemacht, kannst du auch noch mal gerne angucken, das ist auch geil irgendwie. Und bei Patreon habe ich auch schon ganz viel in der Richtung gemacht, hier C. Kannst du auch die Saiten einzeln zupfen, das kannst du auch mit den Fingern machen, also Daumen, Grundton, ne? Haust du auf die Saiten für diesen perkussiven Effekt und dann zupfst du die Saiten von dem Akkord einzeln. Also 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und. Ne? Also du hast 1000 Möglichkeiten hier. Genau, was du auch hast, natürlich in jeder Tonart würde ich immer gucken, welche Leerseiten du zur Verfügung hast. Ich habe zum Beispiel jetzt eben bei dem F-Dur sehr geschmackvoll die 2 und die Kreuz 4 eingebaut. Guck mal hier. Ne? Hier, guck mal, C Major 7. Auch bei A-Moll hier. Und dann kannst du natürlich auch andere Akkordfolgen spielen. Also ich habe bei diesem Barino so, bitte guck dir, das reicht an dieser Stelle, das wird wieder ewig lang. Das habe ich da alles schon erklärt. Andere Akkordfolgen, ne? Golden 50s, ne? C-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur. Den Pachelbel-Kanon habe ich da gespielt. Ich habe sogar ein bisschen Disco gemacht hier mit Quintfallsequenz. Gloria Gaynor, I Will Survive. Ja, genau. Guck dir das bitte an. Mach das bitte so, bevor du dir mit Barré-Akkorden einen abknüppelst. Ich flehe dich an. Ja? Okay, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Bastel damit ein bisschen rum. Leg dir die Karte vor die Nase, damit du die Töne irgendwie so nach und nach irgendwie abspeicherst. Und wir sehen uns morgen wieder. Das mit dem Adventskalender, das macht so einen unfassbaren Spaß. Alles klar, ne? Bis morgen dann. Tschüss.